Ich bin hier in Dover am Hafen und ich will heute mal über das Reisen reden. Also ich bin zwar niemand, der viel rumreist, ein bisschen schon, aber es gibt ja Menschen, die reisen ihr ganzes Leben, deren Job besteht aus Reisen. Die sind jeden Tag in einer anderen Stadt, jeden Tag oder jede Woche in einem anderen Hotel, müssen sich immer wieder auf andere Leute, andere Kulturen einstellen. Und sind quasi in dem äußerlichen Sinne hin und her gerissen, haben also nie eine Art Stabilität. Wie Leute, die einfach immer oder lange Zeit in derselben Location wohnen und eben dort wissen, wenn sie nach Hause kommen, haben sie diesen Komfort, machen das, haben ihre Routinen und so weiter. Und diejenigen, die reisen, die werden immer hin und her geworfen. Und was ist dieser spirituelle Gedanke dahinter? Das ist der, überall zu Hause zu sein, weil man in sich selbst zu Hause ist. Das heißt, man braucht keine äußeren Dinge, um sich wohlzufühlen, so eine Art Komfort zu bilden für sich selbst, sondern man ist in sich selbst zu Hause. Man etabliert diese Sachen für sich selbst. Man lässt sich von verschiedenen Umgebungen, verschiedenen Menschen, neuen Umgebungen, weil denn neue Umgebungen sind immer etwas, wie sagt man, Angst einflößen. Man weiß nicht, wie man mit diesen Dingen umgeht. Sie sind ungewohnt. Und da muss man in sich selbst zu Hause sein, sonst kriegt man als jemand, der viel reist, nichts mehr auf die Reihe. Denn wenn man seinen Job, sein Business am Laufen halten will, wenn man sich gesund ernähren will, wenn man viel Sport machen will, wenn man soziale Kontakte haben will überhaupt in irgendeiner Form, dann muss man eine gewisse Stabilität sein und in sich selbst sich zu Hause fühlen, damit man diese Dinge um einen rum mit einer Art friedlichen Präsenz ausführen kann, mit einer Art Kontinuität. Und deswegen sagen auch viele spirituelle Lehrer oder auch Menschen, die einfach sich mit solchen Dingen beschäftigen, dass das Reisen ein super Katalysator ist für diese spirituelle Entwicklung. Denn wer nicht spirituell entwickelt ist, oder was heißt spirituell entwickelt, wer sich nicht selbst zu sich selbst gefunden hat, sich mit seiner Persönlichkeit auseinandersetzt, zu sehr an äußeren Dingen festhängt, wenn solche Menschen reisen, und ich rede jetzt nicht von einem Urlaub oder mal schnell ein Zeltlager oder auf einem Festival ein paar Tage im Zelt schlafen, sondern wirklich das ganze Leben an verschiedenen Orten verbringen und nur mal ganz selten mal daheim sein. Solche Menschen würden da sehr schnell von dem Weg abkommen und einfach total verwirrt sein und nicht wüssten, was sie machen, weil sie immer wieder Angst haben vor diesen neuen Umgebungen, vor diesen neuen Herausforderungen, die jeder Ort quasi bietet, jeder neue Ort bietet. Und deswegen ist Reisen eigentlich eine tolle Sache. Und man sollte auch versuchen, wenn man woanders ist, diese Dinge zu tun, die man für sich selbst als richtig erkannt hat. Und wenn man dann plötzlich, ja, ich bin jetzt mal ein bisschen im Urlaub. Wenn, für die Leute, die nicht beruflich reisen oder nicht viel reisen, wenn sie mal im Urlaub sind, wenn ihr jemanden besucht, versucht trotzdem, diese Dinge, die ihr auch daheim tut, auch im Urlaub zu tun. Diese Stabilität in euch zu entdecken, die ihr auch daheim habt. Also diese Einflüsse von dieser neuen Umgebung ein bisschen sich davon zu lösen und wieder zu sich, immer noch zu sich selbst zu finden und bei sich selbst zu bleiben, um dann diese Dinge fortzuführen. Und ihr werdet merken, wenn ihr diese Dinge trotz der neuen Umgebung fortführt, könnt ihr diese neue Umgebung viel mehr aufsaugen, viel mehr genießen. Ihr seht, dass die Welt eigentlich ein Dorf ist, dass im Prinzip alle Menschen auf dieses echte, direkte Kommunizieren, auf dieses angstfreie Kommunizieren gleich positiv reagieren, dass ihr in jedem Land gleich gut soziale Kontakte aufbauen könnt, dass ihr überall trainieren könnt, auch wenn es heruntergekommener aussieht oder mal irgendwas nicht da ist, was ihr von daheim kennt. Nein, ihr findet dann Alternativen, ihr findet dann einen Weg, ihr kommt in Kontakt, ihr erzählt von euren Dingen. Also diese Sache, oh, ich habe jetzt Angst, ich bin in einer neuen Umgebung, ich mache jetzt mal nur Dinge, ich lasse jetzt mal alles schleifen, was ich daheim normalerweise tue. Das ist keine gesunde Haltung, sondern man sollte die Chance ergreifen, wenn man schon mal weg ist, einfach diese Dinge zu machen und vielleicht auch gerade diese Dinge zu tun, die einem unwohl sind, diese neuen Sachen erkunden, einfach mal in die Stadt gehen ohne einen Reiseführer, einfach mal so dieses alltägliche Leben versuchen anzunehmen. Und ich glaube, das macht Reisen auch aus, das macht dieses Kennenlernen von anderen Kulturen überhaupt erst aus und nicht dieses Urlaub machen. Also, wenn ihr das nächste Mal weggeht, verreist, jemanden besucht, etabliert das, nutzt es für eure Entwicklung und ihr werdet sehen, dass ihr mehr von dem Land habt, mehr von diesen anderen Kulturen habt und auch viel mehr für euch selbst und eure eigene Entwicklung tut. Das war's, bis dahin und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.